Dafür gibt es ja immer noch die Aufnahmen bei mir von Cards Against Corona. Apropos Cards Against Corona, starte! Du Flasche! Ich wollte nur an der Stelle noch was sagen, dass mit dem Cards Against Corona, das ist voll die Botschaft. Apropos, Gruß an Cash. Apropos Corona. Nee, spielt mehr Cards Against Humanity online, anstatt raus von die Tür zu gehen. Deswegen Cards Against Corona. Dein Job ist, die Frage vorzulegen. Wollte nur die Botschaft nochmal übermitteln. Ich hab halt manchmal so dieses, ich würd's gern spielen, aber es ist immer viel zu böse. Ich verdreh die witzig. Je böser, desto besser. Ich hab grad Bock auf böse. Ich weiß nicht, ob ihr es witzig findet, aber ich find's ganz witzig. Also ich hab ein hart witziges und eins, was einfach mein Herz berührt. Wer sucht aus? Es ist böse. Okay, dann läuft's. Dürfen wir Regensachen nehmen? Auf jeden Fall. Okay, dann wir sind hier nicht bei Twitch. Gönne, ist so. Ich hab Spaß. Ich hab noch so ein paar... Oh, das ist die böse, aber die brauche ich diese Karte. So. Ich fand die selber witzig. Apropos, eine legendäre Diamantaxt. Gruß an Cash. Okay, ja, das passt auf jeden Fall schon mal mega. Alter, ist so viel Wahres. Apropos, die zerstörte Hoffnung nach Jahren, eine wunderschöne Freundin haben zu können, sie aber mit deinem besten Freund zusammenkommen. I'm so sorry. Das mit dem besten Freund ist Auslegungssache, aber das ist meiner Meinung nach ein klarer Hinweis an die Hochzeit mit 40, würde ich sagen. Also wer hat eine Hoffnung? Das will ich jetzt wissen. Irgendjemand hat eine Hoffnung. Henne. Oh, nee, Henne hat ja, also Henne weiß eh schon, dass er gesaved ist. Ich sag ja, das ist eine klare Andeutung auf die Hochzeit mit 40. So, apropos Muschi, klar. Was ist das? Oh, nice. Geil. Oh, fuck. Wir haben noch einen Moment. Einen habe ich noch. Apropos zwölflapprige Schlauten. Nein. Das war der Timo. Nein, das tut sogar mir weh. Wer war du? Das war der Timo. Oh, mein Gott. So. Ich wünschte es. Oh. Steam ist wieder da. Hey. Okay, hallo zurück, Steam. So, das wird jetzt hart. Ja. Bei wem hast du am meisten gelacht? Ja, Muschi Klaus, der ballert halt einfach, aber die legendäre Diamantaxt kommt halt auch gut in dem Zusammenhang. Weil es halt echt true ist. Aber der Muschi-Klaus ballert halt einfach. Ja! Der hat halt einfach geknallt. Aber guck dir mal bitte an, was der Timo da geschrieben hat. Ja, ich wusste, dass es der Timo gesagt, ist. Böse, ja, böse ich sein. Weiß. Ich wusste, dass es der Timo ist. Ist okay. Ist das mit dem Muschi-Klaus? Jetzt hat das einen Zusammenhang mit Klasche. Oh mein Gott, es ist so witzig, Muschi-Klaus. Nein. 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 Nein, da reden wir nicht drüber. Ich wäre unheimlich gerne. Alter! Mhm, ne, nice. Ich hab grad nebenbei noch Discord auf, dass auf einmal in einem Channel 35 Leute, wie geht sowas? Ja, hol so rüber. Nee, die hören Musik. Ja, sag denen mal, die sollen alle DJ One hier folgen. Auf diesem Server sind über 5000 Leute. Ist mir doch scheißegal. Ja, also los jetzt! Pippin, ich hab in meiner Story gepostet, ich hab 15.000 Follower. Also kannst du jetzt auch deinen 3000 Leuten da schreiben. Das ist meine Cash. Die macht ein Statement, ja? Ja. Es kommt drauf an, wie gut jetzt deine Aussage ist, Cash. Oh. Okay, für dich. Wow. Muss man nehmen. Ah. Geht nicht so anders, muss man nehmen. Also? Wäre unheimlich gerne. Nee, weiß nicht. Na, Ja, ja, wer das nicht gerne, ne? Oh. Olga. Der Grinski, oh, Olga Grinski. Oder?
Atmen, was kostet du, Joey? No. Oh. Wow, toll! Oh. Viermal ab geht's, Karte, nice! Alles auf ab geht's, aber nicht auf Pippin. Oh mein Gott, oh mein Gott! Harte Wahl zwischen zwei davon, würde ich sagen. Ja! Ich wer wäre das nicht gern? Cool. Ich war safe für Inklusionsmodell, da ich ihn erfunden habe. Ja, ich auch. Tja, aber weil alle dich auf Pippin-Niveau. Komm, Pippin, jetzt schreib in diese Gruppe rein. Oh. Ja, ja, gut. Ich bin weg. Lala mit Emma Watson und Mila Kunis wäre mein Traum. Ja, jetzt, was sagt ihr? Jetzt kommt meine harte Wahrheit ans Licht. Oh, ist das... Das ist... Wer ist die Molly? Ist es? Okay, das ist sehr böse. Das hier fällt überhaupt nicht. Oh. Adolf Hitler ist nicht gerade einer seiner Favorites. Die richtige Karte spielt. Ja, trinkst du ein? Ich meine, Emma Watson und Mila Kunis haben irgendwo auch mit mir und Cody zu tun. Deswegen bin ich da auch. Nein, hallo, ich nehme Mila Kunis. Ja, Mila Kunis kannst du haben, mit dir habe ich immer geschritten drüber. Deswegen habe ich mich für Emma Watson entschieden. Und Cashy ist gemutet. Warum ist Cashy jetzt gemutet? Weil gerade diese Diskussion erfordert die Meinung einer Frau. User was moved weil ich weiß, User was moved to your channel. Weil es einfach nur hardcore wegpisst, gerade wegen der Karte. Nee, der Rotwein kommt. Sie kommt schon wieder. Oder was? Die weiß, was sie verträgt. Sie hat ausgewählt, aber gemutet. Ah, oh, scheiße. So. Also, fangen wir an. Numero. Muss meine Maus. Alter. Hier. Ein Wohnmobil mit Emma Watson und Mila Kunis. Okay. Eine Knopfkarte. Das wäre mein Traum. Ebenfalls wäre mit Emma Watson und Mila Kunis ein Traum, wenn man das dazu kaufen könnte. Und wenn man ebenfalls. Jetzt das letzte, ja. Was man noch mit dem bis 12-jährigen Emma Watson und Mila Kunis machen könnte, das ist ekelhaft, wer über diese Karte gespielt hat, kann die jetzt hier gewinnen. Ach Mann! Also 10 bis 12-jährige. Hallo, ein Wohnmobil! Also ich hab schon Bock auf eine Knusperparty. Just saying. Meine DLC ist äußerst flexibel, was den Content antrifft. Alles egal. Klar, Henne. Herzlich willkommen zu meinem Knusperparty Guide. Easy. EZGG. Martin weiß es schon. Ja. Klar. Der DJ mit dem einen Ohr weiß Bescheid. Urinali weiß auch schon, was er will. Cashew. Cashew ist noch am Überlegen. Cashew weiß Bescheid. Ich weiß immer Bescheid. Für dich. Oh. Herzlich willkommen zu meinem Bärenkatapulte-Guide! Ich liebe Bärenkatapulte, die sind toll. Da haben die Holländer das Problem. Herzlich willkommen zu meinem eine gut koordinierte Symphonie von 14 Guide von Wolfgang Amadeus. Ach der, schön mit Geld. Das war ein Holländer. Echt? Hat er eine Grafikkarte gekauft bei dir? Die Weinflasche ist leer. Ja, nice. Komm zu mir, ich hab noch drei. Herzlich willkommen zu meinem... Oh, no. Chick-Chop! Oh. Herzlich willkommen zu meinem Click-to-Reveal. Ah, nee, ich hab noch nicht gedrückt. Herzlich willkommen zu meinem Gay-Porn-Guide. In Anbetracht dessen, dass ich persönlich ein großer Fan des Katapultierens bin... Katapult! Sag ich doch, easy! Charmeling war auf Platz... Baby, aber Bärenkatapult was? Ist safe for Chick-Chop. Ja. Ja, nichts gegen die Bärenkatapulte. Bärenkatapult ist safe davor. Ah, ich entscheide. Studienangaben. Wenn das gut nicht gewinnt, für die Gesundheit ist. Wenn das nicht gewinnt, gehe ich aus dem Test. Oh no, jetzt habe ich Angst. Das oder das. Beide auf jeden Fall nice. Henne, ich kann es dir nicht versprechen. Auf jeden Fall das, doch. Kann es dir nach reiflicher Überlegung das. Cash? Hä? Achso, sorry. Studienergaben, das.
Gesellschaftskritische Hände. Für die Gesundheit ist. Oh. Gesellschaftskritische Hände. Oh, okay. Studien ergaben, dass Sterben gut für die Gesundheit ist. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Hey, wenn es Studien ergeben, dann muss es so sein, hallo? Ich weiß aber, wie man das herausfindet, ob Studien richtig sind. Studieren geht. Weiter. Studien ergaben, dass eine Waffe braucht. Studien ergaben, dass Lukas auf jeden Fall nicht gut für diese Ohren. Oh, das ist schwer. Meine Karte war so gut, bis alle anderen kamen. Ja. Beide sind auch überragend. Muss. Gesellschaftskritische Hände. Was? Er ist rausgegangen. Oh, Hände. Hallo, meine Karte war perfekt. Selbstironisch. Der Mann zieht Gesellschaftskritik durch. Nice. Henne, ich hab dich gewählt. Ich hab gesagt, ich geh. Ich hab aber dich gewählt. Hallo, meine Karte war überragend selbstironisch. Ja, ich weiß, aber ich habe Henne gewählt und Henne geht raus. Das macht mich traurig. Ich hätte einfach auch gehen sollen. Ich habe gesagt, wenn es meine nicht ist, ich. Heute Morgen weckte mich aber übrigens. Henne, ich habe dich gewählt. Hallo, Sterben war doch wohl auch gut für die Gesundheit. Deswegen bin ich auch wieder da. Wer weckte euch heute Morgen? Heute Morgen weckte mich. Wenn du mich jetzt noch erwähnen könntest, Cash, würde ich auch bleiben. Bedenkt, es geht darum, was mich geweckt hat. Ja. Also Leute, das gönne ich euch jetzt. Einfach nur dafür. God. Einfach nur dafür. So. Ich weiß nicht, ob ich morgen so aufwachen will, je nachdem, was es ist. You never know. Ja, yeah, maybe doch in 2 Seconds. So, die Alternativen in der Wirklichkeit sind ja Wecker, Blähung oder Sodbrennen. Mal gucken, was mich heute geweckt hat. Ja, klarerlich habe ich keine Lust mehr. Ja, ich... Jetzt auch nicht mehr. Schön. Ach, danke, zurück. Klappe, du hast meine Karte zerstört. Heute Morgen weckte mich die unendliche Kraft der Kraft. Die Gravität. Oh, wie geil, wenn deine Waffe mich aufs Bett schmeißt. Grüße an Timo. Prinzipiell eine gute Karte, aber nein, die Morgenlatte funktioniert noch. Ja, in deinem Alter? Respekt. Oh mein Gott. TMI. Ey, das ist ein ganz normaler biologischer Prozess, wenn die Blase sich über Nacht füllt, dann drückt die auf die Prostata und... Okay, gut. Heute Morgen weckte mich übrigens auch meine Sammlung von Hightech-Sex-Spielzeugen. Das wird hinterher plötzlich vibriert. Das ist übrigens kombinierbar mit dem, aber okay. Nein, ist es nicht. Heute Morgen weckte mich der Pimmelpirat, ja, in der Tat. Heute Morgen weckte mich wieder mal Sean Connery. In der Tat. Das ist fies. Das ist fies. Also ich weiß, welches von mir ist und welches von Cash ist, aber... Weißt du das? Klar. Klar, ich auch. I know you. Dir mal. Nö, so viel zu viel nur auch nicht. In der Flasche Wein tut mir nicht gut. Ich würde sagen, die Tatsache, dass mich jemand weckt, der einfach eigentlich genial ist, also die Vorstellung von ihm geweckt zu werden, ist genial, aber dass es so häufig vorkommt, dass es schon nervt. Was? Yes!
Hä? Ich wusste, dass es kein Hightech-Spielzeug ist. Ja, klar! Natürlich! Sorry, warte, aber hallo! Sorry, aber John Connery gewinnt gegen den Pimmelpiraten? Ja, das es ist war, das war aber auch wirklich knapp. Das waren die zwei, die in der Endentscheidung waren. Nee, verstehe ich nicht. Wie gesagt, es ist die Vorstellung, dass du jemanden sagst, ich bin heute Morgen schon wieder von John Connery geweckt worden. Das geht mir so auf den Sack. Das ist so. Mit seinem Scheiß. Das war George Clooney. Das ist dasselbe. Das ist zu realistisch. Wieso, hast du die Karte nichts? Ja, Tipp Lenkart hier. Was? Ach, der Pippin wählt das aus. Ja, dann brauchen wir was Pippin-likes. Hab ich gar nicht. Hab nichts mit Hitler oder Juden. Scheiße. Hätte mir eh auf privat gestellt. Der Timo gewinnt schon wieder. 3 Punkte. Ja, ach, warte. Wegen deinem fucking John Corey. Sorry, Karten. Aber der hat nicht gewonnen. Richtig. Sorry, hat gegen Sexspielzeug. Hallo? Ja, ihr gegen reinkommt. Den Pimmelpiraten, Alter. Ja. Ein Running Gag, meine Damen und Herren. Sex mit der eigenen Tochter ist okay. Eindeutig HWSQ-Karte. So was von HWSQ-Karte. Ist der schon mit deinen 15 geschmissen? Junge, was geht bei euch ab? Das ist so lustig. Ja, safe! Definitiv! Dankeschön! Man kann die Blank-Card nicht einfach abschicken, man muss ein Leerzeichen. Wow, Ene, Alter! So deep! Das hat meine Mutter früher auch zu mir gesagt. Oh. Ich muss mal wieder ein bisschen was wegschmeißen, glaube ich. Das tun wir mal weg. Den können wir eh nicht gebrauchen. Das ist öde. Das ist auch nicht... Na, den machen wir auch mal weg. Ich bin jetzt auch gemein. Zur Info, meine Mutter hat früher oft zu mir gesagt, Kosovo-Veganer. So hat sie mich genannt. Ebenfalls hat sie jetzt letztens auch neulich und früher zu mir gesagt, ein Gutschein für eine gratis Abzeichnung. meine Mutter hat auch zu mir gesagt, dass fette Menschen, die streamen wollen, aber plötzlich ein Fernsehsender sind. Ja. Das hat meine Mutter früher oft zu mir gesagt, eindeutig Hitler. Definitiv. Ja! Was? Also, ich kann nicht kein einziges bisher gewinnen. Ich glaube, meine Mutter ist einfach zu schwarz für diese. Oh mein Gott, ich fand meine Abtreibung ganz witzig. War auch witzig. Wir mögen beide. Wir müssen heiraten. Da gibt es einige Joker, die man jetzt ziehen könnte. Ja, dann machen wir das doch mal, oder? Da kruspelt er in der Nicknacktüte. Ta-la-la-la-la! Oh ja, ich brauch meine Kesselhütte gleich. Soll ich dir noch Skittles rüberwerfen, Süße? Ja. Mach ich. Wir mögen beide. Ich hätte Skittles Emma Watson. Sollen. Oh. Wir müssen heiraten. Oh. Bei mir die Emma Watson-Karte zu ziehen ist schon... Wird noch besser. Wird noch besser, Baby. Okay. Wir mögen beide einen schönen Bären, ne? Eine AOE-Anspielung mit Büstenhalter. Ich werde schon ganz kribbelig. Wir mögen beide Pissen. Oh Gott, ich bin so intim berührt. Wir müssen ein Land ziehen, wo ich euch alle heiraten kann. Wir mögen beide
Star Wars inklusive auch zwei Monate. Ja, yes, safe, baby. Ah, scheiße. Yeah. Na, Mann. Ihr Bitches, ihr heiligt schöne nicht. Sondern ich. Wie sie alle selbst geschrieben haben. Ja. Ich hab nichts geschrieben. Aber ich hab gewonnen. Aber ich hab gewonnen. Sorry. Was stinkt hier so? Ich hol meine Kesselnüsse. Nein, ich schreibe das jetzt nicht unten rein. Ich habe gerade 5 Abgehenskarten, die alle geil sind. Dazu ist das ganz schlimm. Okay. Das, schlimm, dass unsere Karten alle eine Antwort auf diese Frage bieten. Ich finde es aber schön, dass ich mittlerweile so viele Karten da eingefügt habe, dass sie permanent vorkommen. Knusper, Knusper, Knäuschen. Ich bin ganz aus dem Häuschen. Ja. Ich wusste nicht, dass ich online mit Trinken so viel Spaß machen kann, aber. Das ist jedes Mal besonders. Ich hab ganz viel Spaß. Okay, was denkt ihr so? In der Sonne geronnen. Oh, alles klar, das Betrinken hat Ende. Das ist wieder. Und ich kann auch nicht mehr. Alter, ich bin gerade am Nüsse essen. Boah. Das ist eklig. Okay, top. Schnell mit Wein runter. Auf jeden Fall. Boah, es ist eklig. Oh, ich komme da gerade nicht drüber weg. Unglaublich, ehrlich gesagt. Was stinkt hier so? Ich hab nicht gelacht. Oh Mann, ich hasse euch. Oh, der Arme. Jetzt kann ich es nicht mehr wählen. Was stinkt dir so? Tja, ja, die Pissbitsche. Oh mein Gott, so lachen. Okay, erstens geht nicht, weil es eklig ist. Ist aber richtig eklig. Aber ich habe am meisten gelacht hier. Sorry. Ja! Mann! Der bei Pippin war es die Original-Pissflitsche. Ja, ich habe sie aufgenommen. Sorry, Timo. Sorry, Timo. Ich wusste nicht, dass wir die haben. Ich glaube, ich komme immer heimlich auf der Arbeit einen Orgasmus durch. Durch und durch. Ist das egal, egal. Oh mein Gott. Ist alles nicht gut. Geht so, gell? Ja, ist alles eher semi-geil jetzt. Wer wählt? Ah, oh, okay. Oh, kann funktionieren. Die funktioniert definitiv nicht. Max Gott. Cashy schreibt Selfie. Was funktioniert? Das wäre so gut gewesen. Ich helfe gern. So. Ich hab's geschrieben. Meine Nicknacks sind leer. Hätte ich auch schreiben können. Tragischer Fall. Ich bekomme immer heimlich auf der Arbeit einen Orgasmus durch 1000 paarungswillige Elefanten. Oh. Irgendwo süß, irgendwo auch ziemlich brutaler Scheiß. Guter Cat. Nein. Wir sind zwar primär ein Teeladen, aber wir haben wahnsinnig viel Porzellan. Oh Gott. Oh wow, der war echt hart. Wow. Da ist mir die Kesselnuss was aus der Hand gefallen. Prost. Hey, du hast mich eigentlich zu Professor Dr. Henno Schwitz genannt. Nicht Witz, sondern Schwitz. Ich weiß auch nicht. Egal, weiter bitte. Was? Bei der Beschreibung von diesem Channel. Ich bin offstage. Bitte weiter. So. Ich hatte übrigens auf der Arbeit einen Orgasmus, habe ich ganz vergessen, um euch von zu erzählen. Das kam übrigens durch 10- bis 12-jährige Vögel und trotzdem sagen, dass man nicht ein Orgasmus ist. Nein! Aus! Aus, Platz, Sitz, ab in die Ecke.
selber bin ich froh, dass ich genug Wein habe für die scheiß Quarantäne. Du hast 0 Punkte aus einem gewissen Grund. Oh Mann, jetzt sagt er nichts mehr, jetzt tut's mir leid. Ich sterbe gerade. So, ja. Ich bin Hacke voll und ja, Mann. Während Pippin gerade verreckt, bekomme ich übrigens einen Orgasmus durch Reste von Bambi in der Motorhaube. Wir haben nicht gelacht. Klassischer BMW-Witz. Ich stehe auf Nekrosodomie. So. Komplex das Wort für die Uhrzeit. Weiter mit einem. Ich bekomme immer heimlich auf der Arbeit einen Orgasmus durch den Polenbolleck. Ich hab schon Bauchschmerzen vom Lachen, ey. Ich glaub's nicht. Natürlich! Ich hab die Pounds für den Elefanten herbeigeholt. I'm so sorry, but not sorry. So simpel und doch so gut, der Mann. Dicke Titten! Das reicht schon, genommen. Schön, bei Reise. Wer sucht aus? Der Pippin. Die Karte ist immer noch so ein bisschen schwierig, weil es immer ja noch Cash bei allem, was man macht, einigermaßen singbar bleiben muss. Ne? Scheiß auf Sing, Alter. Ja, sing. Brett. Oh, das geht, glaube ich. Das ist rhythmisch ein bisschen schwierig, aber dicke falsch, Titten, brennt der Hämorrhoidensalat. Die Karte ist falsch, da muss Kartoffelsalat, ne? Also dicke Titten, ein Tiertumorsalat. Oh. Ne? Dicke Titten, die Pimmelmanns. die Pimmelmanns. Dicke Titten. Oh, scheiße. Oh, nein, das gibt's nicht. Die richtige Karte für den richtigen Mann. Ja, Mann, ich wusste es. Ich hab's dafür aufgehoben. Hart und Feier. Alter, Mann. Hart und Feier, die süße Nudel. Was hilft Obama zum Entspannen? Nein, ich hab grad die Karte dazu weggeschmissen. Nein. Ich hab zwei Optionen. Sag mal eins oder zwei, Schnuffel. Drei. Zwei. Was war das? Zwei? Zwei. Dann nehme ich eins. Deine Karte nehme ich nicht. Was hilft mir? Oh mein Gott. Ich bin schon wieder kaputt, ey, das gibt's nicht. So, einmal alle Karten löschen bitte, das ist ja fürchterlich gerade. Oh mein Gott, man kann Use, GIF und Image, bitte fügt ein Bild hinzu, einfach so mit dem Gesicht. So. Ich habe keine Kamera an diesem Rechner. Einfach aus Prinzip nicht, weil ist besser so. Bin ich jetzt böse oder nicht? Ich bräuchte ein Nacktbild von Jennifer Lawrence. Nee. Habe ich ein Nacktbild von Jennifer Lawrence? Komm, die will er doch gar nicht mehr haben. Nein, ich will das. Das ist okay. Das seit, ich kann dir den Link schicken, keine Sorge. Seit jeder Nacktbilder von Jennifer Lawrence hatte, will er so doch. Warte mal kurz. Jennifer! Ja, komm mal rüber, bring die Kamera mit. Jennifer. The Witcher. Ja, fast. Also, was jetzt überhaupt zum Entspannen? Nummer 1, wieder mal. Ja, ich dachte, der kommt immer wieder vorne, oder? Der ist überall. Entspannen reich zu sein, das stimmt allerdings. Der Cassiopeia-Geist ist ziemlich gut. Und natürlich hilft Obama auch sehr gut zum Entspannen. Eine Schnappschüttelung mit einem. Hallo, der Obama ist ein Schwarzer, ob die Schnappschildkröte da den Mund nicht ein bisschen zu voll nimmt. Geil, ich gewinne gerade. Respekt, du gewinnst gerade, allerdings. Mann, mega. So, ich weiß, wir wollen nie zwei hintereinander, aber sorry, ich wäre noch voll dabei bei noch einer Runde. Ich bin auch noch direkt dabei. Ich bin auch hart on fire, ganz ehrlich. Hände ist on fire. Ja, genau, jetzt der Trailer zu Bachelorette, nur mit mir im Abendkleid. Ender. Hände ist ein Ender. Weiß ich nicht. Ist raus.